Erstmal herzlichen Glückwunsch, Julius, zum weiteren Heimsieg. War toll heute für dich erstmal. Die Bilanz heute, Torausbeute, bist du zufrieden mit dir? Ja, zufrieden kann man nie sein, glaube ich. Aber klar, ein Sieg ist erstmal gut. Aber in der zweiten Halbzeit, da haben wir uns eigentlich was anderes für vorgenommen in der Halbzeitansprache. Aber am Ende des Tages zählt, dass wir jetzt 2 Punkte hier behalten haben und dann den Zuschauern doch noch ein spannendes Spiel bieten konnten. Hattest du das Gefühl, es wird noch mal eng? Es wird noch mal eng in der zweiten Halbzeit. Die sind bis auf ein Tor rangekommen. Ich glaube tatsächlich vom Gefühl her war es so, dass wir irgendwie alle das Gefühl hatten, nee, das können wir nicht verlieren. Aber dann sind wir uns zwar wahrscheinlich doch ein bisschen zu selbstsicher gewesen, weil ja, in der Bundesliga, da darf man nichts auf die leichte Schulter nehmen und hatten teilweise die Chance auf 6 wegzukommen und plötzlich, guck mal nach oben, ist nur noch ein Tor. Dann haben wir es aber, glaube ich, doch ganz gut gemacht, kühlen Kopf bewahrt und können uns auch ein bisschen bei Adam bedanken. Du hast selber fast fehlerfrei heute getroffen, 5 Tore oder 6 Tore. War das so ein bisschen auch jetzt wieder das Freiwerfen nach vielen Minuten auf der Bank, wo du dich wohler gefühlt hast heute und hast mal einen rausgehauen? Ja, was heißt Freiwerfen? Ich glaube, jeder Spieler möchte spielen. Und klar, wenn man die Minuten bekommt, dann versucht man sie bestmöglich zu nutzen. Und das habe ich heute versucht. Und ja, man kann es immer besser machen. Sagt Julius Kühn, heute 5 Tore. Dankeschön.